Für mich als Immobilienmakler bedeutet es, diesen Job auszuüben, ja, es ist schwierig zu beantworten, aber ich sag mal so, ich mache gerne Leute glücklich. Und wenn ich den Leuten eine Immobilie als Sicherheit verkaufe, dann mache ich die Leute glücklich und demnach denke ich, das ist ein guter Punkt. Ich bin Joshua Ax, ich bin 26 Jahre alt und bin selbstständiger Immobilienberater für den Standort Frankfurt. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich von anderen abheben soll, wollen würde oder sonstiges. Ich sage mal so, jeder hat seinen Charakter, jeder glänzt durch seine eigenen Stärken. Bei mir ist zum Beispiel die Sympathie und das macht mich aus. Ich bin sympathisch, ich bin zu den meisten Leuten offen und freundlich und das ist mein 1%. Die zwei Top-Sachen, was ich jetzt sage, Service ist A, die ständige Unterstützung der Teamleiter und die App. Die App nimmt uns so viel Arbeit ab, also sei es von Follow-ups, sei es von Chancenbearbeitung oder ein Kontakt, wenn man schnell mal gucken will, ah, zu welcher Immobilie gehört der denn. Also ich sag mal so, wir sind halt nicht die klassischen Makler, wie es früher waren, die Schlipsträger, die nur im Dreiteiler jetzt auf Besichtigung gehen. Wir sind wirklich die Leute, die sagen, okay, wir sind Casual Business, wir bleiben, wer wir sind, wir verstellen uns nicht. Und da bin ich wieder am Wiederholen, das macht uns aus. Wenn einer eine Frage hat, sagt, hier Joshua, ich komme hier nicht weiter, dann bin ich da, ich helfe Ihnen. Oder wenn jemand anderes irgendwas hat oder ich Fragen habe, ich sag mal so, wir unterstützen uns tatkräftig immer und das macht uns aus. So, wir lassen keinen auf der Strecke liegen. Wir freuen uns, wenn jemand anderes auch was verdient. Einem neuen Starter würde ich empfehlen, zum Beispiel beim Onboarding, setz dich hin, beiß dich auf die Zähne. Es ist trocken, aber es hilft dir sehr. Das Onboarding ist sehr intensiv. Und wenn du Fragen hast, frag. Scheu dich nicht zu fragen. Jeder macht Fehler. Aus Fehlern lernst du und dementsprechend join to our team. Wie war's für dich? Gut. Gut. Eigentlich gut. Jetzt ist es normal, Mann. Hä?